Servus miteinander. Ganz kurz zu meiner Vorrednerin, Christa. Natürlich mit der Souveränität Deutschland ist das so eine Sache. Vor allem die Deutschen sollten sich das Grundgesetz mal genau anschauen. Beispielsweise den Artikel 146, in dem bis heute drin steht, dass dieses Grundgesetz seine Bestimmung verliert, an dem das deutsche Volk in freier Wahl sich eine eigene Verfassung gibt. Dann fragt man sich, ist das eine Verfassung? Und Artikel 120 ist auch ganz spannend. Dort steht nämlich geschrieben, dass der Bund die Lasten der Besatzung trägt. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Was ist das für eine Geschichte, die wir gelernt haben und doch nicht mehr glauben? Was sind das für Medien, die uns informieren sollen und uns auch belügen? Wir wissen, dass der einzige Gott, der in der Welt, die wir Menschen uns geschaffen haben, seit Jahrhunderten der Mammon ist. Alles dreht sich unentwegt um diese Gottheit. Wir wissen, dass ausgerechnet das Land, das uns seit Jahrhunderten, das seit über 100 Jahren jeden Krieg mit einer brachialen Lüge begann, uns unser Leben lang als das Symbol für Freiheit und Gerechtigkeit schlechthin präsentiert wird. Wir wissen, dass die größten Diktaturen des 20. Jahrhunderts von ein und derselben Gruppe finanziert und ermöglicht wurden. Wir wissen, dass ohne die finanzielle Unterstützung von Max Warburg, dem Bruder des ersten Präsidenten der FED, Paul Warburg und Jakob Schiff, dem Schwiegervater von Max Warburgs Bruder Felix und ranghöchster Partner bei Kuhn und Löb und Co., einer der FED-Banken, die bolschewistische Revolution in Russland und damit ein Aufstieg Stalins nie möglich gewesen wäre. Wir wissen, dass ohne die tatkräftige Versorgung Nazi-Deutschlands durch den Rockefeller-Clan, durch Standard Oil bzw. deren deutschen Ableger Esso, der nach den Anfangsbuchstaben von Standard Oil S.O. benannt wurde, der Krieg um Jahre früher geendet hätte. Wir wissen, dass echte Entscheidungen nicht in Parlamenten fallen, auf die wir einen Einfluss haben sollen angeblich, sondern in elitären Clubs, über die nicht berichtet wird, die meist geheim, oft skurril und in jedem Fall nicht das Gemeinwohl dieses Planeten zum Thema haben, sondern dessen Beherrschung, inklusive der Ressource Mensch. Bohemian Grove, Trilaterale Kommission, Council on Foreign Relations, Skull and Bones, Bilderberger, Atlantikbrücke und viele andere mehr vereinen Lobbyisten mit den mächtigsten Strukturen dieser Erde. Dort werden die Politikdarsteller gecastet, die wir anschließend wählen können, ähnlich wie wir das McDonald's-Menü wählen können, ohne Einfluss auf den McDonald's-Konzern haben zu können. Das wissen wir. Wir wissen, dass Präsident Kennedy ermordet wurde, weil er sich gegen die Unterzeichnung von Operation Northwoods, einem Terrorplan der CIA unter Lemnitzer, mit dem Ziel, einen Kriegsgrund gegen Kuba herbeizuzaubern, entschieden hatte. Dass er sich geweigert hatte, einen Krieg in Vietnam zu forcieren und letzten Endes sogar versuchte, die FED zu entmachten, indem er einen neuen vom Kongress herausgegebenen Dollar einführte, so wie es die Verfassung verlangt. Das war Mord. Übrigens, Lemnitzer wurde unter Lyndon B. Johnson, seinem Nachfolger, der noch bevor er vereidigt wurde, als erste Amtshandlung die Rücknahme des von Kennedy eingeführten Kongressgeldes wieder berühmt. Das heißt, dieses Geld ist bis heute offiziell wertlos, beziehungsweise gar nicht gültig, weil als es zurückgenommen wurde, war Johnson noch gar kein Präsident. Und Lemnitzer wurde unter Johnson wieder zurückgeholt ins Boot, unter Kennedy entlassen. Aber Lemnitzer, der also einen Terrorschlachtplan in den USA entwarf, um das dann anschließend den Kubanern in die Schuhe zu schieben. Das kann sich heute jeder anschauen. Dieser Plan wurde 1997 veröffentlicht. Kein großes Medium hat jemals darüber geschrieben. Aber es ist veröffentlicht. Man kann es sich am US-Staatsarchiv durchlesen. Am Archiv der Washington State Universität könnt ihr euch das runterladen, das Original. Es ist durchlocht. Und heißt Disclassified. Und dort wird also wirklich ein ganz grober Plan beschrieben mit allen möglichen Sprengstoffanschlägen und dem finalen Abschießen einer Maschine mit US-Studenten über Kuba. Und das sollte natürlich dann geschehen durch eine kubanische MiG umlackierte F-14. Da sollte uns dann auf dem Berg aufgebunden werden, dass man einen Einmarschgrund hat. Ja? Also diese Geschichten sind offiziell. Lemnitzer wurde nachträglich wieder zurückgeholt ins Boot und später zum NATO-Oberbefehlshaber für Europa erklärt. Wir wissen, dass in Vietnam und Kambodscha Millionen Menschen sterben mussten und dass der Grund für diesen Kriegseintritt die angebliche Torpedierung des US-Kriegsschiffs USS Maddox eine Lüge war. Wie vom damaligen US-Außenminister Robert McNamara Jahrzehnte später zugegeben. Ja, der sogenannte Vorfall von Tonkin 1964,
Angeblich wurde ein amerikanisches Kriegsschiff namens USS Maddox torpediert von zwei vietnamesischen Torpedobooten. Es wurde sofort daraufhin berichtet, es wurde sofort Krieg erklärt. Seltsamerweise wusste der Kapitän des Schiffes selbst nichts von einer Torpedierung. Und im Jahre 2006, kurz vor seinem Tod, erklärte Robert McNamara, das alles war frei erfunden, erlogen, erstunken, aber der Vietnamkrieg ein gutes Geschäft. Wir wissen, dass die sogenannte sanfte Revolution, die zum Fall des Eisernen Vorhangs führte, von langer Hand vorbereitet war und letzten Endes zu einem sanften Raubzug wurde, wie es ein slowakisches Magazin kürzlich zum 25. Jubiläum nannte, in welchem praktisch sämtliches Volksvermögen der Länder Mittel- und Osteuropas in die Hände der westlichen Konzerne überging, inklusive der Wasser- und Energieversorgung. Wir wissen, dass in den 90er Jahren über 500.000 Kinder im Irak sinnlos verhungert sind, der Krieg gegen den Irak mit der besonders geschmacklosen Brutkastenlüge gerechtfertigt wurde und dass die damalige Außenministerin Madeleine Albright im Mai 1996 zwar all diesen als schwere Entscheidung, es dann aber doch als eine Entscheidung, die es wert gewesen war, bezeichnet hat. Wir wissen, dass der Kriegsgrund für den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1999 das sogenannte serbische Massaker von Račak war, ebenfalls eine Kriegslüge. Es sich hierbei um Opfer eines Gefechts zwischen der UÇK und serbischen Einheiten und keineswegs um zivile Opfer einer serbischen Militäreinheit gehandelt hat. Dass diese Lüge von den deutschen Saubermännern Joschka Fischer und Rudolf Scharping lautstark vertreten wurde, um Deutschland in den ersten Kriegseinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg zu treiben. Dieser Krieg forderte tausende Opfer und zigtausende Tote, die an den Folgen von nuklearer Uranmunition der USA starben. Wir wissen, dass die USA die darauffolgende völkerrechtswidrige Abspaltung des Kosovo zum Aufbau einer gigantischen Militäranlage auf dem Balkan, dem Camp Bond-Stil, nutzten, die zwei Jahre später als Zwischenstation bei den Kriegen gegen Afghanistan und weitere zwei Jahre später gegen den Irak diente. Wir wissen, dass Pässe nicht unbeschadet durch Kerosinwolken fliegen können, dass Stahlbeton nicht durch Aluminium durchschlagen werden kann, dass 19 Männer nicht gegen den Willen der US-Führung die gesamte US-Luftverteidigung 2 Stunden lang ausschalten können, dass die BBC nicht ohne Vorwissen 20 Minuten vorher den Einsturz eines 147 Meter hohen massiven Gebäudes vorhersagen kann. Und dass die Menschen, die uns alles das glaubhaft machen wollen, meinen, dass wir der dämliche Pöbel sind, den man mit totaler Überwachung, Ebola-Viren, Vogel- und Schweinegrippen und einem unendlichen Krieg gegen den Terror einschüchtern und zum Schweigen bringen kann. Wir wissen, dass Hunderttausende aufgrund der Behauptung starben, der Irak hätte wieder Massenvernichtungswaffen, diese Behauptung aber von Anfang an eine Lüge war. Wir wissen, dass Russland als wiedererstarkte Großmacht gebrochen und zum Ressourcenlager für Westkonzerne und deren Eliten degradiert werden soll. Wir wissen, dass wir den russischen Präsidenten Putin hassen sollen, weil dieser es gewagt hat, russische Ressourcen wieder in russische Hand zu nehmen und weil dieser eine Rohstoffbörse in St. Petersburg eröffnet hat, an welcher man Rohstoffe gegen andere Währungen als gegen den Dollar handeln kann. Und weil es schwer ist, mit Russland so zu verfahren wie mit Libyen oder dem Irak. Wir wissen, dass aus diesem Grund die Verbündeten Russlands oder Länder, die mit Russland Handel treiben oder trieben, oder aber auch Länder, die es wagen, ihre Rohstoffe gegen andere Währungen als gegen den Dollar zu verkaufen, platt gemacht werden sollen. Mithilfe von Farbenrevolutionen, NGOs, ausländischen Söldnern, Regime-Changes herbeigeführt werden sollen, die den westlichen Eliten kein Dorn mehr im Auge sind und die sich versklaven lassen wie so viele Länder in der dritten Welt. Wir wissen, dass dieses Schicksal bereits Länder wie die Ukraine, Syrien, Libyen und zahlreichen Ländern in Nordafrika bereits widerfahren ist und weiteren wie zum Beispiel im Iran drohen und wir sagen nein. Wir wissen, dass die westlichen Eliten mittlerweile fürchten, wir, die einfachen Menschen, könnten dahinter kommen, dass wir belogen, bestohlen und missbraucht werden. Der Erfolg von RT News und anderen alternativen Medien bereitet ihnen Angst. Hillary Clinton meinte im März 2011, wir sind drauf und dran, den Informationskrieg zu verlieren. Das Magazin Profil brachte kürzlich einen Artikel, in welchem der russische Sender RT verrissen wurde. Das abschließende Statement möchte ich hier vorlesen. Am Ausgang der RT-Zentrale in Moskau kommen Besucher an einer Wand mit 6 großen Flachbildschirmen vorbei. 6 verschiedene Moderatoren spulen ihren Text in 4 Sprachen herunter. In der Flusszeile laufen Eilmeldungen durch das Bild. Auf Englisch, Spanisch, Arabisch und Russisch.
Ein junger Sprecher berichtet über die Schläge der US-Luftwaffe gegen IS-Stützpunkte. Wir wissen nicht, wie lange diese Operation dauern wird. Aber eines können wir schon sagen. Die Zeiten waren für US-Militärfirmen niemals besser, sagt er. Für manche ist Krieg eben ein lukratives Geschäft. Wir wissen, Frau Brunner vom Profil, dass dem genauso ist. Danke für die Aufklärung. Der Grund dafür, dass wir belogen werden, die Antwort auf die Frage von Hubert von Geusern in, ich kann es nicht so gut singen, ja, Brenner tut's gut, aber ihr kennt's alle und ihr seid vor allem die meisten von Österreicher und könnt den Dialekt da besser. Aber wo ist das Geld, das was überall fehlt? Ja, hat denn keiner Ingenieure, wieso kennen wir denn die Vierer? Die Lügen, die Wahrheit verbirgen und wenn sie nicht kriegen, was wollen, dann wird gestohlen. Die Verlotten soll der Teufel holen. Warum spricht Andreas Popp von einer Negativauslese in der Politik nach oben hin? Wir wissen, dass in diesem unseren System, diesem Finanz- und Schuldgeldsystem, genau diese Menschen deshalb an die Spitze kommen, weil deren Fähigkeiten, sich zu verbiegen und zu lügen, am meisten gefragt sind. Jeder muss sich verkaufen, seine Fähigkeiten, seine Erfahrungen. Er muss immer besser sein als alle anderen. Hört er damit auf, fällt er aus dem Rad und dann droht die Angst, alles zu verlieren. Haus, Familie, Auto, seinen gesamten Wohlstand, den er sich aufgebaut hat. So funktioniert unser System. Wir wissen, dass wir ein anderes, faires Geldsystem brauchen, bei dem Geld nicht gleich Schuld ist, um eine andere Gesellschaft zu werden. Lasst uns folgende 4 Fragen stellen. Wir können sie gerne auch den Herrschaften hinter euch stellen, wenn sie mal wieder da sind. Und die Antwort darauf suchen. Erstens, rund um die Welt leihen Regierungen Geld gegen Zinsen von privaten Banken. Staatsverschuldung ist ein wesentlicher Teil der Totalverschuldung. Ich füge hinzu, die Einkommenssteuer in den USA wurde 1913 eingeführt, gemeinsam mit der Fed. Ganz einfach deshalb, man hat sie vorher nicht gebraucht, weil man musste nämlich nicht privaten Gläubigern Zinsen zahlen. Die Einkommenssteuer in den USA wurde eingeführt, um Zinsen an private Bankiers zurückzuzahlen, die diese in Form von Staatsschulden im Staat vermacht haben. Was ist das für ein Schwachsinn? Wir arbeiten, um Privatiers Zinsen zu zahlen. Das muss jedem klar sein. Bei uns wird ein kleines Kind geboren und wacht auf im Geburtssaal oder im, wie heißt es, Kreissaal und hat zigtausende Euro Schulden. Was ist das für ein Schwachsinn? Wir wissen, dass Banken das Geld, das sie verleihen, einfach erfinden und die Regierungen ihnen die Erlaubnis dazu erteilt haben, obwohl doch angeblich laut unseren sogenannten Verfassungen, in Deutschland Grundgesetz wissen wir, dass gar keine Verfassung ist und in Österreich das Bundesverfassungsgesetz drin steht, dass die Macht vom Volk ausgeht. Ich habe Ihnen die Legitimation nicht erteilt, ich weiß nicht, wer von euch. Die erste Frage lautet somit, warum leihen Regierungen das Geld von privaten Banken gegen Zinsen, wenn sie das Geld, das sie benötigen, ebenso selbst zinslos erstellen könnten? Zweitens, die zweite große Frage lautet, wieso Geld überhaupt als Schuld kreieren? Wieso nicht Geld schaffen, das ständig umläuft und nicht fortwährend gegen Zinsen geliehen werden muss, um überhaupt zu existieren? Drittens, wie kann ein Geldsystem, das nur unter andauernd beschleunigtem Wachstum existiert, genutzt werden, um jemals eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen? Ist es denn nicht einleuchtend, dass ständig beschleunigtes Wachstum und Nachhaltigkeit inkompatibel sind? Es kann nicht gehen. Wir tun hier Papiertüten trennen oder was auch immer. Dabei ist es wichtig, dass wir mehr und mehr Müll verbrauchen. Ja? Das brauchen wir, um dieses System am Leben zu halten. Das ist alles nur Show. Warum ist unser System vollständig abhängig von andauerndem Wachstum? Was muss geändert werden, um die Entstehung einer nachhaltigen Wirtschaft zu ermöglichen? Soweit die 4 Fragen. Ich hoffe, alle haben sie aufgeschrieben. Ich werde es auf der Friedensmahnwache posten. Unser System ist auf Schulden gegen Zins und Zinseszins aufgebaut. Ich möchte euch ein Beispiel nennen, mit dem ihr eure Freunde beeindrucken könnt. Macht ihnen folgendes Angebot, natürlich bitte nicht auf Papier und sagt, es ist nur ein Joke. Ja? Sonst ärgert sie euch über mich. Aber fragt sie einfach, ihr habt damit 3 Sekunden Zeit anschließend zu entscheiden. Ihr macht ihnen 2 Angebote. Das erste Angebot ist die Alternative A.
Und zwar, ich biete euch an, jedem Einzelnen von euch, also genauso, das ist auch ein Joke, ja? 10 Jahre lang wöchentlich 10.000 Euro zu zahlen. Oder Alternative B, ich gebe jedem von euch einen Cent, den dürft ihr ein Jahr lang behalten und dieser Cent verdoppelt pro Woche seinen Wert. Ihr wählt A oder B, schnell antworten. Okay, ihr seid alle schon viel zu schlau für mich. Super, ja natürlich B. Mit Variante A kommt es hier zwar weit, in den 10 Jahren auf 5.200.000 Euro, das würde den meisten von uns reichen, aber mit Variante B kommt ihr mit dem einen Cent, der sich 52 Wochen lang jede Woche einfach nur verdoppelt, auf sagenhafte 22,5 Billionen Euro. Und damit seid ihr bei einem Wert, der in etwa doppelt so groß ist wie der chinesische Anleihemarkt und das ist derzeit der größte der Welt. Und jetzt erklärt mir einmal, wie so ein System, das auf so einem Exponentialzins aufgebaut ist, funktionieren soll. Ohne zusammenzubrechen. In einer begrenzten Welt. Das Ergebnis ist natürlich nicht so eins. Das wäre natürlich super, dann wären wir alle längst schon Milliardäre und Billionäre und Billiardäre und was es da alles gibt. Das Ergebnis schaut anders aus. Das Ergebnis eines Systems, das seit etwa 300 Jahren besteht und immer stärkere Ausprägungen angenommen hat, sehen wir heute. Derzeit herrscht in 30 Ländern der Erde Krieg. Ein Kind unter 5 Jahren stirbt jede 6. Sekunde an Unterernährung. 1,4 Milliarden Menschen leben in extremer Armut. 923 Millionen Menschen haben Hunger. Und die Anzahl der Menschen, die von weniger als $2 am Tag leben, nämlich 2,5 Milliarden Menschen, ist praktisch gleich geblieben zwischen 1981 und 2005. Mit dem kleinen blöden Unterschied, dass der Dollar 1981 in etwa das Fünffache mehr wert war als 2005. Also in diesen Parlamenten wird viel gesprochen, aber nicht die Wahrheit. Wir nähern uns keineswegs irgendeiner auch nur in Ansätzen verbessernden Situation der Welt. Und das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Ich bringe euch ein Beispiel aus einem Buch, das ich vor langer Zeit gelesen habe. Damals war ich so langsam am Erwachen. Das war 2004. Ein super Buch, ich kann es jedem empfehlen. Auch nach wie vor sehr gut. Es heißt Der zensierte Tag. Vielleicht kennt es der eine oder andere von Christian C. Walter, ein hervorragender Journalist. Er hat es 2004 geschrieben, es ging natürlich, der zensierte Tag ist also Anlehnung an den 11. September, aber es ging gar nicht um die Ereignisse in diesem Tag. Es ging darum, wie sich die Medien verhalten haben an diesem Tag. Und er hat ein Beispiel gebracht, das war super. Und zwar hat er quasi die rhetorische Frage gestellt und es hat aus offiziellen Quellen diese Angaben herausgefischt, also aus Quellen der UNO, die uns ja nicht belügen würde. Was würde es denn kosten, wenn wir jedem Menschen auf dieser Welt ein Obdach geben würden, eine Grundschulbildung, zumindest rechnen, lesen, schreiben, mehr lernt man in unseren Schulen sowieso nicht wirklich, eine Grundversorgung mit Nahrungsmitteln, mit ausgewogener Nahrung meine ich, mit Wasser, also mit Trinkwasser beispielsweise und zumindest zu Grundmedizin, vor der man nicht davonlaufen muss. Also um diese basalen Dinge einzuführen, sodass diese 2,5 Milliarden Menschen da nicht mehr wirklich am Rande des Existenzminimums leben müssen. Dieses ganze Wunder zu vollbringen, das war 2004 bezogen auf das Jahr 2003, hätte das $50 Milliarden gekostet. Laut UNO-Angaben, also nicht meine. Allein im Jahre 2003 betrug das Budget des Pentagons $500 Milliarden. Das heißt, das Zehnfache. Für das Land, das ohnehin wahrscheinlich 70% der weltweiten Rüstung in sich birgt. Hätte dieses Land aufgrund der Sicherheit gesagt, okay, unser Vorsprung ist ohnehin so riesig, lassen wir doch das mal ein Jahr und gönnen uns den Luxus und sorgen dafür, dass 10 Jahre lang auf dieser Welt niemand mehr Hunger leiden muss und jeder ein Obdach hat. Ich sage euch, ganz blöde Geschichte. Also ich persönlich glaube, dass 90% vom Terror inszeniert sind. Ich weiß es nicht sicher, aber ich schätze mal. Da gibt es Hinweise und Beispiele, die darauf hindeuten.
Aber ich glaube, dass selbst die vielleicht paar Prozent echten Terroristen gibt, dass die relativ effizient zu bewältigen wären, hätte jeder ein Obdach und ein Heim und etwas zum Essen. Meine persönliche Meinung. Letztes Jahr betrugen die Militärausgaben übrigens der USA allein 730 Milliarden Dollar. Es macht keinen Sinn, Flickschusterei in einem System zu betreiben, das uns genau an diesen Punkt gebracht hat. Das ist Schwachsinn. Ja? Das wird nie funktionieren. Ein System, von dem sich jede Veränderung nur noch als noch schlechter als das, was vorher schon war, herauskristallisiert hat, wird uns aus dem nicht herausführen, was wir brauchen. Es ist ein vollkommen neues System und ein Umdenken. Und der erste Schritt wäre, glaube ich, eine Adaptierung, eine vollständige Erneuerung unseres Geldsystems. Danke.